Guten Morgen, es ist wieder Zeit für das monatliche Business Update. Das Video, in dem ich euch erzähle, was ich den letzten Monat mit YouTube und den damit zusammenhängenden Dingen verdient habe. Das ist Teil meiner 100%igen Offenheit gegenüber meinen Mitmenschen und auch die Manifestation meiner grundsätzlichen Lebenseinstellung, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass ich jedes Geheimnis oder das Denken, dass man etwas nicht sagen sollte, weil es zu intim ist oder man darüber nicht spricht, als Zeichen der menschlichen Konditionierung verachte. Denn man hat uns die Offenheit ausgetrieben. Es gilt als nicht schicklich, über Geld zu reden. Und so entsteht dieser Irrsinnskreislauf, der die vielen unnatürlichen Verhaltens- und Wesenszüge der Menschen katalysiert und sie gegen ihre eigene Intuition handeln und agieren lässt. Nur mit Offenheit, Liebe und dem Wegfall der Idee, dass das Geld mehr als ein Tauschmittel ist, können wir näher zusammenrücken und uns auf die Dinge besinnen, die uns wirklich zufrieden machen. Uns Zeit nehmen, statt noch mehr Geld zu verdienen, sich um andere kümmern, statt zu versuchen, seine eigene Zukunft zu sichern. Zu diesem Thema, also die Idiotie der Altersvorsorge, habe ich schon mal ein Video gemacht, das solltet ihr euch unbedingt anschauen, das ist hier oben in den Infokarten, falls ihr das noch nicht getan habt. Also neben den schnöden Zahlen, was ich diesen Monat verdient habe, möchte ich euch einfach heute mal so auch auf einem typischen Tagesablauf von mir mitnehmen, der quasi denke ich für viele hauptberufliche YouTuber vergleichbar ist, die wirklich mit Elan und Idealismus dabei sind und einen guten Einblick gibt, was eigentlich hinter den Videos steht. Also ich stehe meist früh auf, so gegen 8 Uhr und das kann je nachdem wie spät ich abends ins Bett gegangen bin und noch wach gewesen bin, sich auch nach hinten und auch nach vorne verschieben. Weiterhin schlafe ich so 2 bis 3 Mal im Monat nur 4 Stunden. Das war schon immer so und ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Ein paar dieser Tage sind auf einen Neumond gefallen, aber ich vergesse dann immer nachzuschauen und zu verifizieren, ob das wirklich daran liegt, ob das Neumond sind. Jedenfalls im Schnitt stehe ich 8 Uhr auf. Dann öffne ich alle Fenster in meiner bescheidenen Einraumwohnung und stelle mich für 5 bis 10 Minuten in die frische Luft und bleibe gedankenlos, bis ich die Energie des Tages in mir spüre und bereit bin, das Tageswerk anzugehen. Ich habe selten konkrete Pläne, was ich tue. Aber der Ablauf ist aufgrund der Systematik meiner Arbeit oft gleich und so einen typischen Tag möchte ich euch heute eben mal vorstellen. Als erstes beantworte ich immer Facebook und Instagram Nachrichten, gefolgt von Mails und den YouTube Kommentaren. Das dauert ca. 1 bis 2 Stunden und dann schaue ich in den verschiedenen Gesundheits- und Wissenschaftsportalen, die ich abonniert habe, was es an neuesten Erkenntnissen und Studien zum Thema Gesundheit, Forschung, Bewusstsein, verschiedene Thematiken, die ich sozusagen, wofür ich mich interessiere, gibt. Dann lese ich mich da circa so eine Stunde rein und schaue, ob sich daraus irgendwie ein Thema ableiten lässt, was interessant und innovativ genug ist, um als Videothema zu verarbeitet zu werden. Sollte das so sein, schreibe ich mir ausführliche Stichpunkte auf und bilde so einen roten Faden für das Video. Sollte nichts Aktuelles passiert sein, was meine besondere Aufmerksamkeit verdient, bediene ich mich aus meinem Ideenportfolio und erarbeite mir da entsprechend auch einen roten Faden. Entweder rund um eine Grundaussage oder schon gesammelte und aufbereitete Informationen von einem der vorherigen Tage. Irgendwann in dieser Zeit nehme ich dann meine erste Mahlzeit zu mir, die meist aus einem Smoothie besteht. Aber da gibt es keine geregelte Tageszeit, sondern dann wenn ich merke, dass ich Energie brauche, dann nehme ich den Smoothie. Das kann durchaus bis 16 Uhr oder viel später nicht auch, es kann durchaus bis 16 Uhr andauern. Je nachdem was ich auch tags zuvor gegessen habe, ist ganz normal. Ne? Nachdem ich das Videothema dann ausgearbeitet habe, gestalte ich meine kleine Wohnung quasi in so ein kleines Filmstudio um. Das dauert so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, indem ich Lampen aufstelle, den Bluescreen auf die Wand aufziehe und nehme dann im Endeffekt das Video auf. Danach setze ich mich an meinen Rechner und bearbeite das Video und rendere das Endergebnis dann. In dieser Zeit, wo das gerendert wird, was meistens so eine Stunde dauert, mache ich dann einen Spaziergang an der frischen Luft, indem ich entweder einkaufen gehe oder in meinen Garten. Das dauert meist so ungefähr eine Stunde und gibt mir dann so auch so ein bisschen die zweite Luft und die Energie, die ich dann brauche. Es ist dann meist so 15 bis 16 Uhr, wenn ich wieder in die Wohnung eintrete und dann lade ich das fertig gerenderte Video hoch auf YouTube und mache ein Thumbnail dazu, also das kleine Bildchen und beschrifte
bearbeitet das und gebe die Suchbegriffe ein und so weiter. Und wenn ich das fertig habe, beginne ich dann ja mit der Literaturrecherche zu interessanten Themen für folgende Videos und ja dem Lesen der Bücher für eine Rezension. Also das ist der Grund, warum ich lese. Einerseits um ja, Thematiken zu erarbeiten und andererseits Bücher zu rezensieren. Das mache ich dann meistens zu 90% in der Wanne, so dass ich ab 15 bis 16 Uhr meist so 2 bis 3 Stunden in der Wanne liege. Ja, mit einem Buch in der Hand und dann mir dann Notizen mache, was das Buch angeht oder eben eine, einer bestimmten Thematik betreffend. Dann, wenn ich fertig bin mit dem Lesen, ja, da gehe ich wieder vor den Rechner und beantworte erneut vor allem YouTube-Kommentare. Nun ist es dann auch meistens abends und Zeit für meine zweite Mahlzeit, manchmal auch die dritte, wenn ich im Garten oder nach dem Einkaufen schon etwas gegessen habe. Und zeitmäßig ist es dann wie gesagt so um 20 Uhr und dann arbeite ich die Informationen, die ich beim Lesen in der Wanne gewonnen habe, in den Rechner ein. Entweder als Rezensionsinformation, woraus ich dann sozusagen das Rezensionsvideo mache, oder eben als thematische Information für entsprechende Videoideen. Um 21 Uhr dann arbeite ich dann so ca. 1-2 Stunden an einem Projekt außerhalb von YouTube. Das bedeutet Mails schreiben an Schulen für den Smoothie Man Auftritt, das Schreiben meines Buches, was ich jetzt angefangen habe, oder das Planen von gemeinsamen Aktionen wie Rohkost-Potlucks oder auch gemeinsame YouTube-Events und was auch immer gerade interessant sein könnte für mich. Dann skype ich meistens am Ende des Tages so 30 Minuten mit meiner Freundin ja, und dann gehe ich zu Bett. Bis auf die eine Stunde nachmittags, wo ich einkaufen bzw. in den Garten gehe und die 30 Minuten Skype mit meiner Freundin, arbeite ich quasi den ganzen Tag von früh bis abends daran, dass ich die Welt verbessere, indem ich ja, hochqualitative und wertvolle Videos für die Ewigkeit generiere. Was mir natürlich nicht bei jedem Video im gleichen Maße gelingt. Aber ich habe durchaus den Anspruch, dass jedes Video irgendjemandem hilft, wenigstens eine Person. Das ist so ca. 80% oder 90% meiner Tage ist das der Ablauf. Dann kommt einmal wöchentlich das Treffen mit meiner Freundin, einmal in der Woche das Treffen mit meinem Sohn, wobei ich da schon mal auch mal 2 Wochen dazwischen liegen können, und einmal die Woche das Treffen mit meiner Familie. Diese Treffen dauern dann jeweils 2-6 Stunden. Dann kommen dazu noch 2-3 Smoothie-Auftritte und auch so 2-3 Coachings im Monat. Obwohl ich komplett frei bin in meiner Entscheidung, was ich tue und jederzeit auch spontan Dinge unternehmen kann, ist mein Leben von außen betrachtet total straff durchorganisiert und klingt nicht besonders erstrebenswert. Aber das ist eben nur von außen betrachtet, da dieses Leben eben selber gewählt ist und das für mich keine Unterscheidung in Arbeit und Freizeit gibt. Eines der größten Unsinnigkeiten und Paradebeispiel für die fehlende Fähigkeit der Menschen, mit ihrem eigenen Leben verantwortungsbewusst umzugehen. Ich mache das, was ich möchte, und das ist die Welt zu verändern und die Welt zu verbessern. Ich brauche nicht jeden zweiten Tag meine Freundin oder mein Kind zu sehen. Ich liebe es, unter Menschen zu sein, aber ich liebe es auch, allein unter Büchern begraben zu sein und die Essenz des denkenden Lebens herauszufiltern. Da brauche ich auch wenig Geld. Ich gebe mein Geld eigentlich nur für Essen und für Produkte aus, die ich für euch teste. Und solange ich ja noch verletzt bin, auch für öffentliche Verkehrsmittel. Ich bin getrieben durch die Arbeit und es geht mir einfach nur gut, wenn ich diesen selbstgewählten Sinn meines Lebens umsetze. Denn einen wirklichen Sinn des Lebens gibt es nur im Leben selbst. Aber das würde das Video hier sprengen und habe ich auch schon mehrere Videos dazu gemacht. Okay, kommen wir mal zu den konkreten Einnahmen des Monats. Ihr wisst, ich fände es richtig toll, irgendwann komplett von dem, was ich liebe, auch ja, leben zu können. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, werde ich immer versuchen, den Spagat zu finden, etwas zu tun, was ich liebe und wovon ich auch leben kann. Man kann nie sicher sein, dass man mit seinem Traum sein Auskommen sicher zu 100%, aber man kann es immer wieder probieren. Und diese Message möchte ich euch auch unbedingt in den Kopf einpflanzen. Jetzt ist es so, dass ich 100% tue, was ich liebe, aber derzeit ca. 40% des Geldes generiere, was ich brauche. Und es kann durchaus möglich sein, dass ich irgendwann auf 70% Liebe in der Tätigkeit des Geldverdienens stecke, um eben die 100% des Geldes, was ich brauche, zu verdienen. Man muss im Leben oft Kompromisse schließen. Aber ich kann nur jedem raten, zuerst genau wie ich derzeit zu 100% das erstmal zu finden, was man liebt, und so lange wie möglich, solange es irgendwie für einen die Möglichkeit existiert, das auch arbeitet und ja, und
um dann eben die 100% des Geldes zu erwirtschaften, was man braucht. Nachdem ich im Januar 296 Euro und im Februar 312 Euro verdient habe, sind es im März 339 geworden. Aber auch hier noch einmal der Hinweis, dass die Steigerung eher zufällig ist, da YouTube und die Amazon Einnahmen sehr volatilen Charakter haben. Es macht irgendwann dann erst wirklich Sinn, die Zahlen in einem Verlauf zu betrachten, wenn man einen 6-Monats-Schnitt bilden kann, also die Gesamteinnahmen der letzten 6 Monaten geteilt durch 6. Der Hauptteil der Einnahmen kam wieder dadurch zustande, dass viele von euch vor dem Amazon-Einkauf irgendeiner meiner Amazon-Links unter den Videos oder auf der Homepage www.christian.yt angeklickt haben und ich dadurch 1-5% des Warenkorbpreises als Provision erhalten habe. Die YouTube-Werbeeinnahmen sind klare Position 2 und setzen sich eben daraus zusammen, dass ihr die Werbung vor dem Video oder das Werbebanner im Video anklickt und das Unternehmen, welches die Werbung geschaltet hat, dann mir einen gewissen Centbetrag abdrücken muss. Das bedeutet, mit jedem Klick auf ein Werbebanner oder das Werbevideo verlagert ihr das Geld von dem Unternehmen in meine Tasche und unterstützt damit meine Arbeit. Allerdings solltet ihr die Werbung nur anklicken, wenn sie euch in irgendeiner Weise auch anspricht, denn sonst wäre das eine Manipulation und das kann ich nicht gutheißen, weil es gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen würde. Und dann auch explizit noch zu erwähnen sind die Patreon-Einnahmen. Das sind Menschen, die meine Arbeit so hoch wertschätzen, dass sie gerne einen monatlichen, jederzeit widerrufbaren Beitrag leisten möchten. Und der ist natürlich von der Wertschätzung selber als auch den eigenen finanziellen Möglichkeiten abhängig. Das geht derzeit von 20 Dollar monatlich von Stefanie und ihrem Mann bis hin zu meiner neuesten Patronin, so nennt man das ja dann glaube ich, Franziska, die monatlich einfach 1 Dollar überweist und damit sagt: Hey, ich find's klasse, was du tust und der Dollar im Monat tut mir nicht weh. Und das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe. Einfach das Geld als Tauschmittel und nicht als irgendeine hochheilige Zahl, die es zu maximieren gilt, zu sehen. Einfach ein Tausch, indem man sagt, klasse Video und dafür bin ich bereit, im Monat 1 Dollar oder 1 Euro zu geben. Einfach unkompliziert und dennoch so wichtig für mich. Und dann gibt es noch die Coachings und die Smoothie-Man-Auftritte. Letztere avancieren aber meinerseits aufgrund des Kostendrucks der Schulen immer mehr zu einem Nullsummengeschäft. Aber ich mache sie trotzdem weiter, weil eben auch diese Auftritte die Welt verändern und ich würde sogar mit leichtem Minus aus diesen Auftritten rausgehen, weil ich wirklich in den leuchtenden Kinderaugen, wenn sie meinen Brennnessel- und Grünkohl-Smoothie getrunken und realisiert haben, wie lecker grün sein kann, sehe, dass ich die Welt verändern kann, dass ich die Welt verändere tatsächlich in diesem Moment, was ich bei YouTube leider nicht direkt kann. Es wäre so geil, wenn jeder von euch eine Webcam hätte, wo ich eure Reaktion sehe, wenn ihr mein Video schaut. Da auch immer meine Dankbarkeit, wenn ich Feedback von euch erhalte. Mir geht es nicht darum, viele Views zu erreichen in erster Instanz, sondern ich will wissen, wie qualitativ diese Views sind. Das lässt sich leider nicht messen und irgendwie abbilden und ist 99% der YouTuber wahrscheinlich eben auch total egal. Aber da ich YouTube eben aus einem idealistischen Grund mache und nicht des Geldes wegen, ist mir das wichtig. Denn wenn ich die Welt nicht verändere, dann ist das alles hier, dieses ganze YouTube-Projekt sinnlos. Daher freue ich mich über eure Unterstützung und euren qualitativen Zuspruch besonders. Ich bin regelrecht darauf angewiesen, dass ich das Gefühl habe, ich bewege etwas in euch. Und jedes Mal, wenn ihr Videos von mir liked, direktes Feedback als Kommentar oder per Mail gebt, mein Patron werdet, Werbung anklickt, Amazon Reflinks nutzt, meine Videos teilt, ganz wichtig, Videos, die euch besonders beeindrucken, teilen. Denn umso mehr Menschen ich erreiche, umso höher die Dynamik. Und eventuell habe ich irgendwann so einen großen Einfluss, dass ich Dinge angehen kann, wie Begegnungsstätten finanzieren kann, dass ich politischen Einfluss ausüben kann oder sogar mit euch im Rücken direkt über Informationen und Aufklärung Missstände ausmerzen kann. Wie wahrscheinlich das ist mir eigentlich auch egal. Ich weiß, dass es möglich ist, dass wenn genug Menschen mit demselben Idealen beieinander stehen, dass diese Menschen was verändern können. Das hat die Geschichte gezeigt. Da teilt meine Beiträge, stellt meinen Kanal euren Freunden vor und sorgt dafür, dass ich nicht in der Masse der teilweise hohlen und oberflächlichen Unpacking- und Styling-YouTuber verschwinde, sondern dass man uns hört.
Dass wir zeigen, dass wir nicht unbewusst sind, dass wir uns Gedanken machen und dass wir uns ja nicht vom Geld blenden lassen, sondern es einfach nur als Tauschmittel einsetzen. Aber wir unsere geistige Evolution vorantreiben hin zu einem friedlichen Planeten mit Menschen, die sich konform zur Natur verhalten und das Leben als solches wieder wertschätzen und nicht nur danach lechzen, erfolgreich und bekannt zu sein, nur des Erfolgs und Bekanntseins wegen. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass öfter Menschen, die wirklich bekannt und dadurch einflussreich sind, mal ihre Klappe aufmachen würden, um was Sinnvolles zu sagen. Dieses ganze Marketing der Menschlichkeit einfach mal zu den Akten legen und Mensch sein, gemeinsam Mensch sein. Ich weiß nicht, wie viel ich in diesem Leben erreiche, aber es fühlt sich so richtig an, immer wieder vor die Kamera zu treten und an die Liebe zu appellieren, an das Leben der Liebe und nicht irgendwelche Ego-Nummern, um dann wimmernd mit 90 im Sterbebett zu erkennen, wie bedeutungslos doch dieses ganze Macht- und Geldstreben gewesen ist, was einen das ganze Leben lang vorangetrieben hat. Wie so ein in einem Mausrad. Wacht auf und lebt endlich und lasst euch nicht mehr manipulieren. Leben ist Liebe und nichts anderes. Und nichts anderes macht wirklich zufrieden und bringt die Erde zusammen. So, jetzt aber genug geredet. Ihr wisst, wie es bei mir im März finanziell ausschaut, wie ein typischer Tag bei mir abläuft und ja, ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützen, egal auf welche Weise. Wir sind eine Gemeinschaft, ob euch der Gedanke gefällt oder nicht, aber wir sind ein Kreis mit einer speziellen Energie füreinander und ja, und lasst uns daran arbeiten, die Kraft dieser Energie zu verstärken. Auch wenn nicht bei allen Themen wir immer einer Meinung sind, aber der Grundsatz der Liebe und des Respekts, das einigt uns und das sollten wir transportieren. Macht's gut, wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.